Ein neongrünes Trikot von Lazio Rom oder ein grün-schwarzes Trikot von US Sassuolo wird es ab der Saison 2022-23 nicht mehr geben. Laut Medienberichten zufolge verbannt die Serie A grüne Trikots aus dem italienischen Fußball. Klingt lächerlich, aber hat einen bestimmten Grund. Zweck hinter dieser kuriosen Regel ist offenbar die bessere Sichtbarkeit der Spieler auf den Rasen. Durch diesen Schritt soll es dem Fernsehzuschauer erleichtert werden, das Spiel auf dem kleinen Bildschirm oder auf einem durchschnittlichen Smartphone besser erkennen zu können. In der Vergangenheit hatte es die Sorge gegeben, dass in grün spielende Fußballer mit dem grünen Rasen verschmelzen könnten und folglich nicht mehr gut zu erkennen sind. Auch für Fans mit einer Rot-Grün-Schwäche könnten die Spieler nicht mehr zu unterscheiden sein. Neben das Auswärtstrikot von Lazio Rom gab es in den vergangenen Jahren immer wieder italienische Clubs, die in grüne Trikots aufgelaufen sind. Was die neue Regel etwa für den traditionell in grün-schwarzen Dress spielenden Serie A-Club US Sassuolo Calcio bedeutet, ist noch unklar. Dieses Verbot bezieht sich aber nur auf Feldspieler. Torhüter oder ich glaube auch Schiedsrichter dürfen weiterhin in grell-grünen Trikots auflaufen. Was hält ihr von dieser Regel? Lächerlich oder sinnvoll? Wünscht ihr diese Regel auch in der Bundesliga? Was wäre denn mit Bundesligisten wie Werder Bremen? Achso, die sind schon ja gar nicht in der ersten Liga. Ich meinte Fürth und Wolfsburg. Was haltet ihr von dieser Regel? Sinnvoll oder sinnlos? Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.